Heute ist das letzte Video, was die Kürbisse angeht. Und zwar zeige ich euch aus diesem kleinen Körbchen meinen letzten Kürbis, und zwar diesen zweifarbigen in grün und gelb und mit einem kleinen grünen Stängel. Ich finde, der passt ganz gut dazu, sticht ein wenig raus. Und ja, dann würde ich sagen, ist das Körbchen soweit voll. Den einen oder anderen Kürbis habe ich jetzt nicht noch mit reingetan, sonst wäre es überfüllt. Ihr könnt ja variieren, welchen ihr reintut und wie ihr dekoriert. Aber ich würde sagen, wir machen noch das eine Video und dann ist gut für dieses Jahr mit Herbst und Kürbis. Gut, dann zeige ich euch, wie ich den gemacht habe. Ich werde den Kürbis jetzt ein bisschen verändern. Ich sage euch dann genau, wo ich was anders mache, weil mir das Grün einfach ein bisschen zu viel ist. Es gibt Kürbisse, die gehen halt so weit grün hinauf, manche noch mehr, manche sind halt weniger. Und ich möchte zwei Varianten machen, eben mit dieser Art von Aufteilung und dann eins, also das jetzige, wo einfach etwas weniger grün vorhanden sein wird und mehr gelb. Gut, aber dann, dazu dann später noch mehr. Wir fangen an mit einer ganz normalen Grün und ich häkle mit der Nadelstärke 4,5. So, so wie immer, einen ganz normalen magischen Kreis. Magischen Kreis, magischen Ring. So, es ist schon spät. Gut, in den machen wir 6 feste Maschen hinein. Also 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, dann den magischen Ring zusammenziehen und wir häkeln einfach weiter in Runden und ich verdopple jetzt von 6 festen Maschen auf 12 feste Maschen. Und dazu einfach jede Masche verdoppeln. Von den 12 festen Maschen geht es hoch auf 18 feste Maschen. Dazu jetzt jede zweite Masche verdoppeln und das Ganze wieder 6 Mal. Von 18 festen Maschen geht es hoch auf 24 feste Maschen. Und dazu jetzt jede dritte Masche verdoppeln und das Ganze wieder 6 Mal. Von den 24 festen Maschen geht es hoch auf 30 feste Maschen. Dazu jetzt jede vierte Masche verdoppeln und das Ganze wieder 6 Mal. Und jetzt geht es noch ein letztes Mal hoch von den 30 festen Maschen auf 36 feste Maschen. Und dazu jetzt jede fünfte Masche verdoppeln und das Ganze wieder 6 Mal. So, und bei den 36 festen Maschen bleibe ich jetzt eine Zeit lang. Und zwar mache ich jetzt mal eine separate Reihe mit 36 festen Maschen. Und dann werde ich so gleich den Farbwechsel machen, sodass ich wirklich viel, viel weniger Grün mit einbaue. Gut, also ich mache jetzt die separate Reihe und dann kommt der Farbwechsel zu Gelb. So, die separate Reihe mit 36 festen Maschen ist fertig. Wer möchte, kann natürlich noch mehr reinmachen. Ich probiere es jetzt einfach auf mal so, dass ich nur eine gemacht habe und jetzt wechsle ich zu einer ganz normalen Gelb und mit der mache ich noch weitere 4 Reihen mit 36 festen Maschen. Also insgesamt mache ich 5 Reihen. Damals hatte ich fünfmal einfach grün gemacht und jetzt habe ich nur einmal grün und weitere viermal mache ich jetzt in gelb. Also macht ihr einen ganz normalen Farbwechsel und macht weitere 4 separate Reihen mit 36 festen Maschen in gelb. Ihr könnt natürlich auch nur 2, 3 machen oder 3 grüne, 2 gelbe, wie ihr möchtet. Also ist voll und ganz euch überlassen. Gut. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin fertig mit den extra Reihen. Und das Ganze sieht jetzt so aus. Ich finde, es schaut schon, also, es schaut auf jeden Fall anders aus. Ich bin mir noch nicht sicher, ob mir das jetzt besser gefällt oder das andere. Mal sehen, wie er ausschaut, wenn er fertig ist. Aber ich glaube, ich tendiere schon ein wenig zum neuen. Mal gucken. Auf jeden Fall, ist es bei mir bei der Größe von 36 geblieben. Wer möchte, kann natürlich größer machen, aber ich finde, das passt recht gut für den Kürbis. Und deswegen gehe ich jetzt von 36 wieder runter, damit ich eben noch diesen Stängel mache. Und ja, dann ist der Kürbis schon fast fertig. Also, jetzt gehen wir erstmal runter von den Maschen. Und zwar gehen wir jetzt von den 36 festen Maschen auf 30 runter. Und dazu jetzt jede fünfte und sechste Masche abnehmen und das Ganze wieder 6 Mal.
Jetzt geht's runter von den 30 festen Maschen auf 24 und dazu nehme ich jetzt jede vierte und fünfte Masche ab und das Ganze wieder 6 Mal. Von den 24 festen Maschen geht's runter auf 18 feste Maschen und dazu jetzt jede dritte und vierte Masche abnehmen und das Ganze wieder 6 Mal. Und von den 18 festen Maschen geht's runter auf 12 feste Maschen und dazu jetzt jede zweite und dritte Masche abnehmen und das Ganze 6 Mal. So, und ich habe jetzt gleich mal den Kürbis mit etwas Füllwatte ausgestopft, was jetzt noch leichter ist wie danach, finde ich jetzt. Und zwar geht es jetzt von den 12 festen Maschen runter auf 9 feste Maschen. Dazu jede dritte und vierte Masche abnehmen und das Ganze aber nur 3 Mal. Nicht 6 Mal, sondern 3 Mal. Und bei diesen 9 festen Maschen bleibe ich jetzt und mache 15 separate Reihen mit 9 festen Maschen, sodass dann eben dieser Stängel dann entsteht von der Länge. Probiert es aus, ob es euch reicht, ob ihr es kürzer machen wollt oder länger, je nachdem. Gut, dann mache ich die 15 separaten Reihen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Reihen sind jetzt soweit fertig und das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist, dass ich einfach nur noch Maschen abnehme und es so eben beende. Wer möchte, kann natürlich von 9 festen Maschen auf 6 runtergehen, dann auf 3 und dann zumachen. Aber ich persönlich gebe ehrlich zu, ich nehme einfach jede Masche jetzt ab. Und wenn mir nur noch ein paar Maschen überbleiben, mache ich einfach nur noch ein paar Kettmaschen rein, lasse dazwischen die eine oder andere aus. So, und dann ist das Ganze hier zu. So. Und durch. Kurz und schmerzlos. Ich fülle immer am Schluss etwas mehr Füllwatte rein, weil ich dann einfach ein bisschen nach oben stopfe, dass es wirklich bis zum Schluss dann überall mit Füllwatte ausgestopft ist. Gut, dann den Faden einfach abschneiden und sichern. Und der Kürbis ist fertig. Wer möchte, kann wieder so einen kleinen Stängel machen. Der besteht einfach nur aus ein paar Luftmaschen, je nachdem wie lang man es haben möchte, 5, 6, 7 und einfach in Kettmaschen wieder zurückgehen. Das habe ich euch schon beim letzten Video gezeigt, bei dem Orangen. Also Geschmackssache. Wer möchte, macht es, wer nicht, der nicht. Und ja, ich tendiere definitiv zu dem neuen mit weniger Grün, ist aber auch wieder Geschmackssache. Gut, ich werde ihn dann noch vernähen und dann wird er auch ins Köpfchen kommen. So, sieht jetzt nicht besonders schön aus, denn ich muss ihn erst noch vernähen und fertig machen. Aber ich glaube, er wird sich gut dazu machen, also dazu anpassen. Gut, okay, also das war es jetzt mal von meinem letzten Kürbisvideo für dieses Jahr. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht häkelt ihn der eine oder andere wieder nach. Ja, dann würde ich sagen, demnächst werden wir schon an die Weihnachtszeit denken und mit Weihnachtsvideos starten. Ist nicht mehr weit weg. Gut, also dann wünsche ich euch ein schönes Nachhäkeln und bis zum nächsten Mal.